Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, wir starten. Und weiter geht's hier mit unserem Ballenpressen. Und nach den Ballenpressen ist eh fast Geschichte. Aber ich glaube, der Viehhandel hat eher zu, wie ich hier fertig bin mit Ballenpressen. Guck mal ganz kurz. So. Viehhandel. Jetzt sind wir auf Kurs. Mr. Viehhandel 20. Ja, gerade rechtzeitig geguckt. Der Viehhändler macht in 9 Minuten zu, schaffe ich nicht mehr. Daher können wir uns dann am neuen Tag dann anfangen, den Spaß wegzupressen. Also jetzt alles wegpressen und dann sammeln wir. Es geht voran. Langsam aber sicher, aber es geht voran. Und wenn ich so drüber gucke, wo die ganzen Bahnen noch liegen, die wir pressen müssen, ist doch kein Ende in Sicht. Die werden zwar kürzer, aber ändern noch in Sicht. So. Mal gucken. Na doch, langsam. 1, 2, 3, 5 Bahnen, wenn ich mir verzählt habe. Dann könnten wir Glück haben. Und 5 Bahnen hier nicht im Schacht haben. So, nächste. Wir bahnen noch in 5 Minuten Zeit. Naja, gut, gut.
Nach noch drei Bahnen. Also vier Bahnen müssen wir noch pressen und 4 Minuten haben wir noch. Jede Bahn circa 1 Minute. Aber genau wenn der Vierer zumacht, fertig. Wenn meine Theorie so im Großen und Ganzen hinhaut. Aber wie gesagt, ist nur eine Theorie. Wir wissen ja alle, Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe. So, zwei lange noch, eine kurze. Dann haben wir es geschafft. Nun ja. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es geschafft und sagen noch viel Handel zu. Da können wir machen, was wir wollen. Ist aber so. So. Ich glaube, das ist irgendwie besser e-händig fahren als mit dem ETS. Da klappt das näher einhändig fahren und nebenbei was trinken. Ich schon nicht so auf die Kette. So gut wie geschafft. Und den schmalen Streifen da vorne noch. Kümmere ich mich danach drum. Eins nach dem anderen hier. Und zack, leer. So, jetzt haben wir schon mal einen Sammelwagen. Aber das Sammeln brauchen wir noch nicht, weil kriegen eh eine los hat. Die Hand lag eh zu. Daher
E-Golf. So, let's go. Ich bin ja an der Mutschikuh fest. Ja, durch. Ups, da. So, der war weg. Was sind die Kasten? Oha. Hat nicht mehr viele. Nur zwei Stück. Geht das wieder in die rückwärts hoch oder was? Mag nicht rückwärts hoch. Warum auch immer. So, und damit aussteigen. Als dann die Kasten schnappen. So, 20 Uhr haben wir schon wieder. Ach Mann, wollte das gerade nicht hoch. Rückwärts. Und zack. Vierundvierzig Liter, nur lieber. So. Würde ich sagen, begeben uns nach der Aktion jetzt zur Nachtruhe. Ach, geht er wieder nicht. Okay, das ging jetzt. Warum auch immer, geht's mal, geht's nicht. Muss ich nicht verstehen. Drei Kälbchen wird man noch reinkriegen. So, aber ich mache jetzt erstmal ein Schläfchen, so von, naja, nochmal 11 Stunden, würde ich sagen.
Dann haben wir erstmal genug getan. Jetzt gucken wir mal hier rein. Ja, das Brötchen ist also fast durch. Supi. Wenn man dazu, wenn man reinkommt, wenn ich hier Matratze horche. So, 11 Stunden, wieder bis volle Stunden. Oha, Kredit. Das waren nur die Zinsen. So, let's go. Fangen wir nämlich hier an mit dem Brot. Oh, Brennstoff ausgegangen oder was? Sieht ganz danach aus, hätte ich vielleicht vorher Brennstoff nachlegen sollen. Naja. Prozent der Teigmehl, okay. Prozent. Ja. So, weiter geht's. Und 3 Brote. Eine Ladung Brot kriegt man dann noch rein hier in die Kisten. Also nicht mal vorbereitet für die nächste Ladung. Mehl ist voll. Machen wir das auch schon wieder eingeschaltet, ist das Teigmehl produziert. Die so Brot sind schon fertig gebacken. So, das ist fertig. Gucken wir mal im Schweinestall, müssen wir noch nachgucken. Grunz, Grunz, Grunz.
Ah, da haben wir ein kleines Ferkeli. Eine Ladung Schweinefutter drin. Ist raus. Und zack. Gucken wir, dass wir alles reinkriegen am Mist. Oder bis Winzeln steht am Mist. Gucken gleich mal. Ja, 24 Liter noch. Wo ist er bloß, der ganze Mist? Und hier gerade keinen mehr. Ich muss sie finden, sie haben alles anstammen. So machen wir dann mal Futter nachfüllen und stopp. So, der Leo, wir haben schon wieder über Minuten. So, komme ich aber erstmal zum Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.